Also vor 3 Tagen sind wir in Alice Springs losgefahren und wir haben uns jetzt 300 Kilometer in den Süden von Alice Springs bewegt, sind an einer alten Bahnlinie entlang gefahren. Molly scheint eine Landfrau zu sein, die hier ihr Leben lang verbracht hat. Und Molly lebt inzwischen nicht mehr. Aber das Besondere an diesem Haus ist, alles ist so geblieben, wie es Molly hinterlassen hat. Und man kann sich das alles anschauen. Sogar das Telefon klingelt noch. Und man kann anrufen. Und man taucht hier so ein bisschen ein in die Molly-Welt. Besonders zu beachten ist, überall in diesem ganzen Haus gibt es unendlich viele Betten. Also auf der Farm scheinen auch viele Leute gearbeitet zu haben. Beziehungsweise es war für viele Gäste vorgesehen. Und das Haus hat einfach einen ganz besonderen Charme. Schauen wir mal rein. Hier ist erstmal zu lesen, dass wir also sehr willkommen sind in diesem Haus, aber eben die Bitte geäußert wird, wirklich alles so zu lassen, wie man es vorfindet, nur zu schauen und dann am Ende auch ins Gästebuch einzutragen. Heute ist der 30.12., also morgen ist Silvester. Wir sind also höchstwahrscheinlich die allerletzten, die in diesem Jahr hier in dieses Haus kommen. Besonders schön finde ich, wenn wir da hinten schauen, am Herd. Das sind so aus ganz alten Zeitungen, so im Scherenschnittmuster, kleine Verzierungen gebaut wurden. Ich finde das absolut herrlich. Am 22.09.2012, ne? Molly passed away, 22nd of September 2012. Please respect all that you find here. Schlafzimmer. Hier ist der dunkelste und damit wahrscheinlich auch der kühlste Raum gewesen. Aber alles mit Ventilatoren ausgestattet, sodass man es hier wahrscheinlich doch ganz gut aushalten konnte. Kleiderschrank war offensichtlich sehr farbenfroh. Das sind alles Kleider, die man eigentlich auch jetzt wieder anziehen könnte. Also Molly scheint auch gern verreist zu sein. Und das sind also wunderschöne alte Kisten. Mhm. Eine Weihnachtsdekoration. Oder Faschingskleidung, wie auch immer. Faschingskleidung. Hier waren wieder Gästebetten. Das ist eine alte Hochfrequenz. Funkanlage und Empfänger, womit man ja in Australien immer tausende von Kilometern funken kann, wenn auch immer Kontakt zu einer anderen Farm hat. Und ganz wichtig, zum Royal Flying Doctor Service. Also man kommt quasi von der Küche, dann ist das wie so, bei uns würde man sagen, der Wintergarten. Also das ist so der kühlere Außenbereich. Und dann gibt es hier den inneren Bereich, also quasi wie Zelle und Zellkern. Und hier kommen wir jetzt zu Molly's Corner, quasi ihrer Lieblingsecke. Vorher kommen wir hier noch an. Vorbei. Es scheint irgendwann auch mal so kalt zu sein, dass sie sogar Füchsen hochgehen, die also irgendwann mal richtig kalt geworden sein müssen. Die Limonade ist von 2003. Ja. Ja, und Molly hatte eine Sammelleidenschaft, und zwar hat sie Salz- und Pfefferstreuer gesammelt und
Hier ist also diese ganze Galerie an besonderen Gewürzstreuern. Und weiter hinten kann man hier also Molly's Corner, ihre Lieblingsecke, sehen mit ihrem Sessel. Das ist Sandy Corner. Ein alter Artikel vom 4. Januar 1991. Und da ist jemand mit dem Motorrad eine große Runde hier durch die Wüste gefahren und ist letztendlich dann einfach verstorben auf dem Motorrad, weil es einfach zu warm war.